Ja, hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Heute habe ich wieder ein neues Flugmodell, nämlich einen Hubschrauber EC-145. Den wollen wir mal ausprobieren. Oder H-145, sorry. So heißt es jetzt, weil das die ganze Sache von Airbus übernommen wird. Und wir nehmen hier den Polizeihubschrauber im Design von der Polizei NRW und bewegen uns jetzt nach Deutschland. Und ich werde hier in Düsseldorf starten. Dort ist nämlich die Flugstaffel untergebracht, ein Teil davon, der andere ist Münster. Und dort werden wir jetzt mal dann starten. Und zwar habe ich direkt hier rechts ist die Hangar von der Flugstaffel, da ist aber jetzt kein Parkplatz offiziell drauf. Ich weiß nicht, ob es mit dem Upgrade geht, dass man sich kaufen kann, den Flugplatz, ob man da dann den Landeplatz hätte. Okay, wir laden erstmal die ganze Sache hoch. Ja, H145 und der Hubschrauber, der jetzt überall im Rettungsdienst die EC-135 ablöst, hat mehr Power, kann mehr aufnehmen, mehr Nutzlast. Das sind so jetzt die Vorteile von diesem neuen Hubschrauber. Kann mehr Menschen mitnehmen. Ich glaube, er braucht 2 Stunden. Kann er fliegen, dann muss er auftanken. Das ist eigentlich nicht ganz so viel. Was zum Flugzeug, was 4, 5, 6, 7, 8 Stunden unterwegs sein kann. Und der Hubschrauber, wie gesagt, ist ein Einsatzmittel, was eben halt unabdingbar ist. Mittlerweile können jetzt auch schon Drohnen einige Aufgaben übernehmen. Aber es ist immer noch das erste Einsatzmittel der Wahl, wenn es um irgendwelche Verfolgungen geht oder vor allen Dingen jetzt Leute, die man dann sucht. Mit der Wärmebildkamera dann heranführen kann. Ja, sitzt hier im Cockpit von dieser H145 und das will ich mal probieren, ob ich die einfach so ankriege. Ich könnte jetzt einfach mit dem E-Starter anschalten, aber ich probiere einfach mal so, wie ich sie an bekomme. Man schaut es erstmal schön um hier, wirklich sehr schön gemacht hier mit Holzfurnier unten der Fußboden und schauen jetzt erstmal um alles hier mit Leder. Gehen mal hinten rein. Hinten habe ich normale Passagierkabine. Jetzt in dem Polizeihubschrauber habe ich natürlich hier den Operator sitzen, der für seine Kameras dann die Kameras dann bedient. Wärmebildkameras und andere Kameras. Und Sitzplätze noch für andere, zum Beispiel SE-Einheiten oder so. Hier hat man ganz normale Passagierkabinen und ja, kann jetzt schön aus dem Fenster schauen. Jetzt nimmt wieder den Pilotenplatz ein und es sieht alles richtig gut aus. Ja, jetzt haben wir vorne hier das Tablet, was wir uns quasi ranholen können. Hier können wir verschiedene Sachen eingeben. Hier direkt den Flughafen, ich habe die Kennung nicht im Kopf. Habe ich jetzt irgendwas eingegeben, was nicht findet. Klasse. Und geht hier wieder raus. Genau, und schaue jetzt hier, wie ich die Maschine anwerfen kann. Verschiedene Sachen, die ich hier eingeben kann. Und hier hat man dann so die Bedienteile von der Maschine. Hier kann ich einschalten auf einfach und Abenteuer. Da geht dann noch ein bisschen schwerer zu fliegen. Und könnt ihr verschiedene Einstellungen unternehmen. Die Sachen ein- und ausschalten. Türen aufmachen. Hinten vorne, links, rechts. Ihr seht das, alles ist offen. Zu man heran, wirklich toll gemacht. Original hat natürlich keine Schwimmer dran. Oder Auftriebshilfen. Hinten ist Gepäckfrau mit Koffer und so.
richtig schön gemachtes Teil hier. Auch hier oben der Rotor, die Taumelscheibe und der ganze Rotorkopf wunderbar simuliert wie in echt. Die Gewichte hier. Ja, wir setzen es wieder rein, wieder. Machen die Türen wieder schön zu, sonst zieht's. Und probieren einfach mal das Teil anzuschalten. Ja, meistens muss ich erstmal die ganze Sache unter Strom setzen. Schauen wir mal, wo ich hier die Batterie einschalten kann. Jetzt muss ich durch die ganzen Schalter scrollen. Ja, die Generatoren, Lichtmaschinen. Und wo muss ich hier die Batterie, den Batteriehauptschalter, hier Batteriemaster auf, genau, den werfen wir mal nach vorne. Ja, jetzt erstmal alles unter Strom gesetzt, die ganze Avonik geht schon an hier. Oder noch nicht. Probieren einfach mal die Pumpen einzuschalten hier. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wie gesagt, der Hersteller schreibt da wirklich drin, dass das nicht irgendwie für Schulungszwecke genutzt werden soll. Ist wirklich nur zum Spielen, also wer einen richtigen Hubschrauber trainieren wollte, das ist wohl eher nicht so geeignet dazu. Dann habe ich die Standby-Batterie, weiß ich nicht, ob ich die anschalten muss oder nicht. Dann Avonik, die muss ich nicht einschalten. Und hier denke ich mal, müssen die Generatoren auch eingeschaltet werden, auf normal gestellt werden. Okay. Ich muss mal alles soweit anhaben. Und jetzt schauen wir uns vorne, ist alles schon angeschaltet hier. Ich starte schon mal ein Triebwerk. Die Kippschalter hier. Das fährt auch schon an, das zweite Triebwerk. Unten sehen wir dann auch schon die Ablaufliste hier wunderbar modelliert. Die Rotorblätter laufen langsam an. Hier haben wir noch so Tipps dann erklärt, was wir machen sollen. Und noch was die erzählen. Gehen wir ärgern mal einfach da losstarten vom Flughafen hier. Parkbremse angezogen, habe ich keine Parkbremse. Jetzt ist eine Rotorbremse. So, ich kann nicht schlecht sehen, ob er jetzt hier schon komplett hochgefahren hat. Also die 1323L-Welle hier. Und ich habe hier schon den wunderbaren, schönen Rotor-Sound. Wir heben einfach mal ab und es ist schon ganz schön wackelig. Ich bin jetzt hier im Advanced-Modus drin und die wackelt ganz schön hin und her. Ich habe ganz normales, einfaches Joystick mit integrierten Trottel und hier eier ich ganz schön rum. Ich drücke den Stick nach vorne leicht und dann fliegen wir hier unseren Weg hier zum Startplatz, zur Startbahn. Jetzt von innen sieht das schon ein bisschen manierlicher aus. Aber schon tolles. Parkbremse angezogen. Ja, das sollte man nicht machen. Ich ziehe jetzt einfach mal raus hier. Und das ist ein bisschen schwappelig irgendwie hier. Eigentlich müsste man an der Rollbahn halten.
schnell mal wieder zurück auf normal und fliegen jetzt einfach mal nach Düsseldorf rein. Kriegen wir schon eine Meldung. Der Sound ist richtig gut. Tolles. Ich habe schon auch eine Warnmeldung hier. So, ich habe jetzt mal P gedrückt, damit es eine Ruhe gibt. So, richtig fix unterwegs, dann immer schneller. Legen wir mal zum Stadion hin. Die Düsseldorfer Fußballarena. So, ich wundere, was hier am Schluss einschalten. Prime Bomber off, keine Ahnung. Da müsste ich mal noch reindenken. Hier die Esprit Arena, Esprit Arena, Sprite, keine Ahnung. Klamotten jedenfalls. Riesenteil. Fliegen jetzt mal hier über den Rhein drüber und ihr seht, ich komme ratzfatz schon. Schon 150 Kias drauf. Das ist richtig viel schon, das ist über 200 Kilometer, 240, knapp 300 vielleicht schon. Muss ich ein bisschen langsamer machen. Also fliegt wirklich toll, der Hubschrauber, muss man wirklich sagen. Ist richtig schön modelliert, vom Sound her. Auch Design her, so das Metallic da hier. Das ist richtig toll, also gefällt mir richtig gut. So eine Düsseldorfer Brücke hier. Senkt es kurz her. Ja, die vielen Rheinbrücken in Düsseldorf. Warnmeldung wieder. Ja, der Landtag. Fernsehturm. Und fliegen jetzt einfach mal rein, abwärts, oder nee, rein, rauf zu. Gegen die Flussrichtung. Rein, aufwärts, fliegen wir genau Richtung Köln. Ja, es kommt eine Geschwindigkeitswarnung rein, im gelben Bereich befinden wir uns. Ja, da ist Vorsicht geboten, kann man sich mal kurzzeitig bewegen. Wenn kein Wind ist, bei Flugzeugen. Oder der rote Bereich gar nicht, weil dann definitiv kann man Schädigungen herbeiführen. Jetzt sind wir ziemlich in Sinkflug gegangen hier und dementsprechend Geschwindigkeit aufgebaut. Wenn wir den Knüppel nach hinten ziehen, dann bauen wir die Geschwindigkeit wieder ab. Wieder eine Rheinbrücke. Autobahnbrücke im Düsseldorfer Süden.
Oh, die sind wieder fix unterwegs. Fein gemacht das Cockpit hier innen drin. So ein toller Helikopter, toll modelliert. Dann fliegt man einfach gerade über den Rhein drüber, also fliegen nicht den Rhein entlang, sondern einfach kürzen dann über Land ab. Dann kann man vielleicht schon leicht Köln sehen, weiß ich. Das müsste meiner Meinung nach zu uns sein, wo wir jetzt gerade drüber fliegen. Wunderschöne alte Stadt. Ich habe immer noch die Warnmeldung drin, die will ich eigentlich weg haben. Ich weiß natürlich nicht, welchen Hebel ich jetzt drücken müsste. Eben die Anzeige beim Co-Piloten ausgefallen. Maximum Speed. Also wirklich fix unterwegs, ja. Gut, wir sind schnell unterwegs in der Stadt Mannheim. Jetzt können wir langsam hier Köln sehen schon. Meldung ist immer noch drauf. Und jetzt habe ich jetzt einfach doch mal E gedrückt und ist auch weggegangen. Fliegt schön leise, ruhig und entspannt hier. Jetzt können wir schon in Richtung Leverkusen. Schöne neue Autobahnbrücke, die jetzt wo gebaut werden soll. Die alte kaputt ist, marode ist. Gleich zwei nebeneinander hier. Dann können wir das
das Bayerkreuz sehen. Jetzt fliegt man ein bisschen tiefer hier. Ja, ich kann natürlich auch Personen aus dem Rhein retten. Das ist ein Manöver, den sie richtig tief gehen, mit der Kufe fast das Wasser berühren. Und der Operator dann den zu ertrinkenden Mann dann herauszieht. Und aus dem Nieler Hafen einfahrt hier. Wunderbare Grafik, kann man die Wolken sehen, wie sie sich im Rhein spiegeln hier. Es geht mal ein bisschen langsamer hier. Ein bisschen was von Köln genießen. Das Goldmühlheim. Jetzt sind wir gleich zur Mühlheimer Brücke kommen. Brücke, wir haben gleich zwei Stück hier. Eine ist noch vom Microsoft Simulator, das andere habe ich mal runtergeladen gehabt. Sieht noch ein bisschen lustig aus. Noch meine Hafeneinfahrt. Die AXA-Hochhäuser, ich glaube, ist eigentlich nur eins, meine ich. Zoobrücke. Rechts unten ist der Zoo. Ganz schnell drüber geflogen. Mit der Geschwindigkeit rausnehmen. Jetzt können wir hier den ehrwürdigen Turm. Da wollen wir mal ein bisschen drum herum fliegen. Das ganze Messegelände hinten. Deutz, die Hohenzollernbrücke und hier unser Dom, Hauptbahnhof. Jetzt drehen wir eine Runde hier um den Dom hier. Ziemlich cool. Wir fliegen jetzt einfach mal Richtung Köln-Deutz. Längs das RTL-Gebäude, was hier gelandet ist. So ein Zugraum hier, der LVR-Turm. Köln Arena oder Lanzes Arena, wie sie jetzt heißt. Und hier hinten kommen wir schon das Polizeipräsidium sehen, wenn wir jetzt mal landen.
eine neue Feuerwehr. Ja, ist noch nicht ganz gut mit der Lid, ist viel zu klein. Fünf Stockwerke hochziehen, 8 Stockwerke ist da eine Turm da. Ja, vielleicht gibt es einen Motor, der das hier modellieren kann. Das Mercedes Autohaus. Hier können wir die Kölner Arkaden sehen. Und wir setzen einfach hier mal im Park hier zur Landung an. Kreisverkehr, genau. Vielleicht ja schon wieder Downwash Staub aufwirbelt. Das ist schon fein gemacht hier. Kann ich wunderbar landen mit dem Hubschrauber. Sehr schön, gefällt mir richtig gut. Ja, sind jetzt hier gelandet, wunderbar, und keine Ahnung, geben wir so einen Abnehmer oben fast auf, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mitflug hier, wirklich empfehlenswertes Mod, was sein Geld wert ist, wirklich toll modelliert. Die haben auch einen kostenlosen, die EC135, die könnt ihr euch kostenlos runterladen, und die EC145, die, ja, da wollen sie Geld dafür haben, was aber auch wirklich jeden Cent wert ist. Wie gesagt, muss ja alles modelliert werden. Das macht wirklich viel Arbeit und ja. Ja, richtig toll gemacht. Rotor dreht richtig langsam aus hier. Dreht in die richtige Richtung hier und müssen uns mal so anschauen. Wirklich alle Achtung. Wie gesagt, im Original hat nicht die Schwimmhilfen dran hier, die wir hier sehen, aber sonst kann man nicht meckern. Okay. Ja, dann beenden wir die ganze Sache. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und schöne Zeit.